Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, nachdem ich jetzt gerade gesehen habe, wie eng das eigentlich schon für die hier drin ist, ist mir das eigentlich scheißegal. Wir spulen jetzt natürlich schön vor, denn wir müssen jetzt Geld einnehmen, wie on must. Natürlich fällt mir auch gerade ein, hier ist natürlich das Scheiße, weil, also wir verkaufen schon mehr, aber die Gehälter steigen und die Schulden und alles. Das ist natürlich eine Sache dann für sich selber, dass sich das ja natürlich mal nicht rentiert, mal rentiert. Das ist nicht, ja. So, haben wir hier eigentlich Zuweisen? Also hier haben wir überall Alarm drauf. Ein Diebstahlalarm. Hier machen wir auch mal Diebstahlalarm und hier auch. Schlimm wird es eigentlich nicht sein, oder? Schlimm wird es aber hier, wenn sie hier uns was klauen. Und wir sind fertig. Nice. Das heißt, als nächstes kommt der Medienlieferant. Obwohl, nee, der Gerätehändler. Und dann können wir hier die ersten Sachen reinmachen. So, das braucht man nicht. Medien, Spielzeug, Werkzeug. Oder auch nicht. Elektronik, hier machst du auch Laptops. Spiele, Konsolen, ist das hier gerade ein, ja, das war ein Grafikbug, okay. Dann Smartphones, dann brauchen wir Tablets. Dann brauchen wir MP3-Player, dann brauchen wir Kameras. Und dann haben wir noch die Fernseher. Am meisten mitgesucht wird hier die Smartphones. Dann haben wir eben nochmal Laptops und die Fernseher nochmal. Hier holen wir uns mal nochmal ein bisschen Werkzeug rein. Spielzeug. Und das war's. Also dann müssen wir jetzt das Geschäft verwalten. Und zwar Logisten. Brauchen wir einen schnellen. Dann brauchen wir einen. Achso, bin ich bescheuert. Dann brauchen wir einen Lageristen. Einen schnellen. Dann brauchen wir einen Lageristen. Einen schnellen. Dann brauchen wir Kassierer. Gesellig. Dann brauchen wir Kassierer. Gesellig. Zwar schlecht, aber gesellig. Das ist wichtig. So. Lagerist beginnt der eine um Mitternacht. Der andere so. Dann sind wir teilweise sind wir zu zweit. Weil es dauert nämlich, ehe sie von einem Laden zum nächsten Laden gelaufen sind und alles einkassiert haben, würde ich sagen. Ist das schon so okay, dass wir das so machen? Hier können wir dann noch nichts aufstellen, fällt mir gerade so ein. Weil wir noch kein Geld haben, deswegen machen wir es doch den Lieferanten. Und warte mal, hier werden wir auch gleich mal Diebstahl reinmachen. Muss man das vielleicht noch irgendwie anders aktivieren? Nee, gut. Habe ich jetzt gedacht, dass man das vielleicht noch aktivieren muss irgendwie. Aber anscheinend noch nicht. So, was steht denn hier da? Warteschlangen. Und wir sehen, das Geld sprießt nach oben, wie verrückt. Weil eben die Sachen hier so teuer sind. Also es war wirklich ein Glück, dass wir jetzt das freigeschalten haben. Jetzt haben wir auch wieder mehr Geld. Jetzt können wir auch die Paletten schon mal aufstellen.
Und können hier schon mal Tür einbauen. Halt, wir brauchen noch hier drüben dann noch eine Tür. Bauen. Straße. Ach so. Ja, das ist scheiße, ist schief gegangen. Denn wir brauchen hier eine Straße und keinen Kundenparkplatz. Denn wir brauchen hier, brauchen wir noch Ladezonen. Personalparkplatz. Was hier hinkommt, das kommt ja noch alles. Und dann brauchen wir noch eine zweite Kasse hier drüben. Mit einem zweiten Kassierer. Personal. Hier sind wir sogar eigentlich teilweise drei Kassierer. Kassierer einstellen. Die ist doch mal gut. So. Jetzt müssen wir herausfinden, welcher Kassierer hier so komisch beginnt. Machen wir so, machen bis 24 auf? Nee, das ist sinnlos. Machen wir so hier und die arbeiten nur 6 Stunden. Das ist doch mal gut, glaube ich mal, hoffe ich mal. Mehr Getränke brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Das Lager wollten wir jetzt hier auswählen. Jetzt läuft es wieder langsam. Toiletten, Bowlingbahn, Lager. Meine Maus, ich liebe es. Als da war was nicht richtig. So, jetzt ist es richtig. Nein, Geschäft. Geschäft verwalten. Alter Spiele. Lager neu zuweisen. Lager hier. Gut. Das hier wird alles voll. Das ist gut. Warteschlangen. Jetzt haben wir dort die Warteschlangenprobleme. Hier können wir nicht mehr machen. Das war's hier. Da müsste man ein Regal wegreißen. Und das will ich hier nicht machen, weil es kommt ja noch ein großer Einkaufsladen hier hinten dann irgendwann mal hin. Geplant. Wir könnten ja... Wir könnten schon mal anfangen, hier so ein Riesengebäude zu ziehen. Weiß ich nicht. Bringt das schon was? Ach, meine Maus ist munter. Hallo. Ich habe euch Gras mitgebracht. Ja. Das sieht gut aus. Sieht schmackhaft aus, glaube ich. Sorge ist immer noch von draußen, dass eben das irgendwie ungesund ist, weil da irgendwelche Bakterien dabei waren. Aber ich hoffe es eben mal nicht. Dass eben da mal jetzt hier keine sind. Und was sagt denn eigentlich hier unser Restaurant? Restaurante sagt Scheiße. Warum nur, ist die Frage. Also Parkplätze haben wir hier hinten. Wir haben allgemein sehr wenig Leute jetzt hier. Dann müsste man mal... Was ist ein Big Data? Achso, das Ding. Verkaufsanalyse, Luxuslieferant. Ich würde das hier machen. Aber hier, Marketing. 48 Stunden, das ist
mir wichtig. Denn wir brauchen mehr Leute. Wir müssen mehr Leute anregen. So. Dann können wir gucken, Bedarf. Was fehlt denn uns? Fernseher, Kühlschrank. Ja klar, okay, das ist klar. Bekleidung. Fehlt noch ein Haufen an Schuhe und sowas. Natürlich aber beim 100%igen Schmuck fehlt natürlich komplett und Schmuck bringt uns auch sehr viel Geld. Also das sind die Luxuswaren allgemein und die bringen uns dann sehr, sehr viel Geld. Ich bin gespannt, ich habe den eigentlichen Laufrad gekauft, ob die das benutzen. Einen täglichen Gewinn von 10.000. Haben wir eigentlich die Mission irgendwo stehen? Hm. 7 von 48. Können wir... Wenn wir mehr Dings hier hinbauen, mehr Tische, auch mehr... Punkte machen. Ob das geht, sehen wir nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, sagt er mein Wort. Ciao, ciao.